Hey, oh mein Lieben und herzlich willkommen hier zurück zu der Sims 100 Baby Challenge. Einmal kurz vorab, ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert, das machen wir mich auch gleich. Es gibt ja bei den Sims 4 diese Spieloption episch nicht mehr. Ich habe mich mal da ein bisschen erkundigt. Und zwar ist episch eigentlich sowas gewesen wie eigentlich unendlich bzw. extrem mega lang. Ja, diese Baby-Challenge funktioniert, glaube ich, eher bei den Sims 3 irgendwie halt am besten, weil das ja eigentlich gesagt wird, wenn die Mutter halt stirbt, ist halt die nächstälteste dran, sozusagen. Funktioniert die aber dann nicht, wenn man halt das sozusagen Lebensdauer auf lang hat. Also mache ich jetzt, dass automatisch Altern halt deaktiviert ist, Änderung anwenden, sodass sozusagen immer die Mutter eigentlich Emma bleibt. Außer sie sollte halt wirklich sterben durch Verletzungen, Verbrennungen oder was weiß ich. Logischerweise ältert dann natürlich ja auch das Kleinkind nicht. Da habe ich mich dann auch drüber informiert. Das heißt also, Babys dürfen ganz normal größer gemacht werden. Und weil die Kleinkinderoption ja erst durch ein Update von den Sims 4 ja gekommen ist, sind die eigentlich noch gar nicht so wirklich drin. Bedeutet also, dass ich ihn hier, diese Heulenase, entweder überlegen kann, dass ich ihn natürlich größer mache, wenn es heißt, ja, okay, wenn er alles, super, wenn er überall 3 hat, bedeutet also hier an der Seite Level 3. Ja, bei den ganzen. Was aber natürlich auch relativ langwierig wäre und wir dann wahrscheinlich echt gar nicht fertig werden würden. Es gibt aber auch noch eine andere Option, dass man sagen kann, dass die Kleinkindoption halt gleich auch dementsprechend übersprungen wird. Weil damals, als diese Challenge auch bei den Sims 4 halt drin war, gab es dieses Kleinkind-Gedöns nicht, sondern einfach Babykind, junger Erwachsener und dann halt später Erwachsener und Senior und so. Bedeutet also, wir könnten ihn jetzt natürlich gleich schon mal groß werden lassen, damit uns ein bisschen im Haushalt helfen kann. Allerdings muss man auch trotzdem sagen, dass später, wenn er dann halt ein Kind ist und zur Schule geht, wir ihn trotzdem erst altern lassen dürfen, wenn er halt in der Schulnote eine 1 hat. Und ich glaube, das kann noch wirklich sehr interessant werden. Bedeutet also, dass wir hier als Mami, die irgendwie schon wieder Hunger hat, eine Geburtstagsfeier für den lieben Sven engagiert. Das bedeutet, eine gesellschaftliches Ereignis planen. Das schafft sie ja wohl als Mutter. So, wie spät ist es? 18:30 Uhr? Ja, passt vielleicht noch, oder? Und zwar eine Geburtstagsparty. Bisschen Geld haben wir, ne? Ja, okay. Warum kann ich das nicht? Wähle eine Geschäft. Preis, was? Prestige, also Veranstaltung, okay. Wird wahrscheinlich zu teuer oder was? In diesem Haushalt hat heute keiner Geburtstag. Daher weht der Wind. Und wir können ihn ja leider nur, das heißt, wir müssen eine Geburtstagstorte backen, kochen. Oder allgemein halt einen Kuchen, einen Erdbeerkuchen, den wir backen werden. Den wir dann Sven halt auspusten lassen, damit er dann halt erwachsen oder beziehungsweise halt größer wird. So, gucken wir mal. Mach einen Kuchen und räum dann danach bitte einmal auf. Aufräumen. Super Duppi und er ist wütend. Das soll sich mal hier nicht so anstellen. Was will er da machen? Nein, bloß nicht das Puppenhaus da drüben. Hör mal auf. So, was ist denn mit dir los hier? Du bist müde, ja, dann geh doch schlafen. Gute Nacht. So, Mami backt einen Kuchen für dich gleich. Oder auch nicht. Anscheinend nicht. Hä? Kochen, dann halt einen Schokokuchen. Ach Quatsch, warum? Das ist auch schon wieder geil. Erdbeerkuchen Futter? Nö, warum denn auch? Okay, sie steht anscheinend eher auf Schokolade. Ich weiß auch gar nicht, wie wir Sven denn später den Kuchen auspusten lassen. Wieso machst du nicht weiter? Schokokuchen fortsetzen, was ist denn los bei dir? Achso, hat Hunger. Ja gut, trotzdem wirst du Schokokuchen erstmal fortsetzen. Ja, setz den Schokokuchen fort. Ist das Öl oder Wasser?
Mach weiter. Umrühren, umrühren, umrühren. Ne? Ne? Okay. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, okay, Energie. Na, er ist doch recht müde. Wenn der Kuchen dann soweit fertig ist, sie kann dann ja erstmal nach dem Backen auf jeden Fall erstmal eine Runde duschen. Danach den Schokokuchen verzieren. Mit Geburtstagskekerzen. Rad. Ist mal gut. So. Portion für Sven nehmen. Geburtstagskerzen hinzufügen. Oh Gott. Und los hier. So, und dann lassen wir den halt Sven auspusten. Dann wird er halt älter. Das ist mein Plan auf jeden Fall. Ob das funktioniert oder nicht, das werden wir dann mal sehen. Und dann soll er die eigentlich auspusten. Ist so der Plan. Eigentlich. Nö, nö, nö. Noch gesagt, aha. Okay, mal gucken. Wie gesagt, also wir lassen es immer so. Mal gucken. Man könnte ja mal sehen, wenn er Geburtstag hätte. Dauert wahrscheinlich noch mega lange. Und zwar, das ist nämlich das, was ich meine. Gibt's mich nicht, ne? Dum-dum-dum-dum. Das heißt, sie hat jetzt Geburtstagskuchen. Kann ich jetzt das anklicken? Kerzenhilfe. Wenn ich da jetzt draufklicke. Warte mal. Er soll helfen, die Kerzen auszupusten, weil er älter wird. Kerzenhilfe von ihr. Ach komm, stell dich nicht so an. So. Hilf ihm mal, die Geburtstagskerzen auszupusten. Okay, ich glaube, ihr war schlecht gerade. Okay, irgendwie anscheinend nicht. Was denn los? Nur weil du müde bist? Komm mal her. Hier hinsetzen. Hier hinsetzen. Kannst du nicht. Ich glaube nicht, dass er die Treppe gehen kann, ne? Das funktioniert mir, glaube ich, nicht. Kerzenhilfe von ihr. Was hat sie jetzt vor? Die denkt auch nur an sich. Sie hat ein Kleinkind. Und ihr ist es voll egal, was der Kleine so macht. Was soll das? Geh jetzt nach oben zu deinem Kind. Ja, fein machst du das? Bin begeistert. Hol ihn dir. Von vorne sieht das gar nicht aus, als wäre sie schwanger. Tü-tü-tü-tü-tü. Na, komm mal mit. Gott, wie böse er ist. Und sie ist so glücklich. Na? Bitte schön. Er ist glücklich. Oder auch nicht? Doch, er hat sie ausgepustet. Bedeutet doch jetzt eigentlich? Ja, na, also, Sven ist nämlich jetzt größer geworden. Okay, ja, bestreben, ich würde auf Fragezeichen, kann ich nicht einfach. Funktioniert natürlich nicht. Kreativität bekommt er mit reingesetzt. Und natürlich ist er ein Bücherwurm, ein Geek. Ja, ist ein Geek, würde ich sagen. Oder er ist gut. Und Kreativität. Okay. So, da haben wir jetzt den lieben Sven. Er ist natürlich leicht angepieselt, aber ist jetzt nicht so schlimm. Genau, er geht ins Bett und wir geben ihm natürlich auch eins, beanspruchen und schlafen. Du musst auch demnächst, ist ja jetzt so, dass er zur Schule geht. Wir haben das ja jetzt zum Glück endlich raus. Naja, wie das Spiel hier funktioniert, sagen wir es mal so. Aber ist auch alles soweit gut. Er kann jetzt glücklich sein. Hoffe ich doch mal zumindest, dass er glücklich ist. Und dann passt das und kann er schlafen. Und super, das ist denn jetzt sein Bett. Er muss gut in der Schule werden, davon mal abgesehen. Ja, säuber mal bitte. So, wie sieht denn das jetzt aus? Wir brauchen natürlich auf jeden Fall erstmal wieder Geld. Du säuberst das einmal, benutzt das einmal. Und dann werden wir oben erstmal wieder ein bisschen malen. Male, 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 male. Obwohl wir können das an Sammler verkaufen. Okay, das ist natürlich cool. Das bringt natürlich wieder ein bisschen Geld. So, und dann schauen wir mal.
Energie, wie wir das sowieso mit Sven machen. Er braucht ja natürlich Schule. Erhalte eine Fähigkeit. Was? Erhalte eine Fähigkeit, um auf Level 2 zu erreichen. Noten, Ziele, Tagesaufgabe, Hausaufgaben nicht begonnen. Ja, sollte er vielleicht mal tun, irgendwie, ne? Nickerchen machen, Nickerchen machen, zeichnen, Form. Lesen, was kann er denn lesen? Pudding im Orbit, okay. Der Herr, das Schaukeln, Lukas und die Vielfraßspiele, okay, nö. Am Computer tippen üben. Vampirgeheimnisse in Chatroom für Kinder chatten, okay, kurz durchsuchen, Bestellung. Ja, okay, das ist dein Papa halt, ne? Ist klar. Tippen üben, würde ich auf jeden Fall sagen. Was könnte er hiermit irgendwie was noch? Ja, da könnte er mit spielen. Hier kann er Fernsehen gucken mit. Ja, ich denke, das heißt, es ist ja sowieso jetzt Freitagabend. Das heißt, bald Samstag. Also, er hat erstmal noch ein bisschen Zeit. Hausaufgaben müssen aber natürlich trotzdem gemacht werden, ne? Und Hunger hast du schon wieder? Ja, wir gehen mal ran. Ich muss dich etwas Wichtiges fragen. Hättest du Lust, zusammen abzuhängen? Abbrechen. Nein, tut mir leid. Leider nicht. Wir brauchen Geld. Und male mal ein weiteres Gemälde. Was möchten Sie denn? Sven, was? Sven, Flashkarten zeigen. Okay, Flashkarten zeigen. Etwas pflanzen, okay. Jemanden küssen. Du bist aber schwanger. Wir könnten aber rein theoretisch trotzdem Papa üben. Aber das kann er eigentlich machen, er. Üben. Klar, er hat Hunger. Wie sieht das bei ihr aus? Auch Hunger. Sie macht auf jeden Fall erstmal ihr Gemälde fertig. Danach. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange hältst du denn? 8 Stunden, okay. Koche ich was oder nicht? Nein, ich werde, glaube ich, danach erstmal schlafen. Finde ich gut. Und er wird dann erstmal was üben und danach darf er Schokoladenkuchen essen. Ein Stück nehmen, weil er Hunger hat. Ja, das ist wieder mal wunderbare Kunst, die unsere Emma hier gerade wieder verbringt. Scheint sehr inspiriert zu sein. Groß werden. Wegen Geburtstagsparty. Ein Geburtstag in der Familie ist ein guter Zeitpunkt, um sich an gute Zeiten zu erinnern. Für zwei Essen. Wegen Versuch, Baby zu machen. Es ist aufregend, ein Leben in sich wachsen zu spüren. Ach, guck mal, diesmal gefällt ihr das sogar. Dekoriert. Wegen guter Umgebung. Dekorationen sorgen für schöne Umgebung. Okay, das ist nice. Neues Baby. Und natürlich absolut inspiriert. Sehr schön. Sie wird aber trotzdem erstmal gleich schlafen gehen. Damit die beiden so halbwegs zusammen halt wach werden, sagen wir es mal so. Ja, aber das wird, glaube ich, ganz gut werden mit Kunst. Er wird auf jeden Fall Musik ein bisschen inspiriert werden, glaube ich. Und dann schauen wir uns das mal an, wie das alles weitergehen wird, vor allem wenn das zweite Kind da ist. Es ist ja auch erlaubt, dass die Kinder halt der Mutter helfen dürfen. Naja, sozusagen die Kinder sich darum zu kümmern, sozusagen. Okay. Sehr schön. Was ist los? Unwohl wegen. Na komm, stell dich mal nicht so an. Du sahst schon mal mehr dicker aus, als du schwanger warst. Ja, sag mal. Ja, doch. Kann man so sagen. Okay, sehr schön. Und an Sammler verkaufen. Und danach bist du jetzt erstmal schlafen. So, da haben wir doch wieder ein bisschen Geld drin, ne? Was natürlich sehr cool ist. Und gute Nacht, alle beide. Mal gucken, wer zuerst wach wird. Wie sieht's aus? Aha, okay. Der liebe Sven ist als erstes wach. Er hat Hunger. Huch, sorry. Und wird jetzt erstmal natürlich üben, trotzdem. Oh Gott.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Der kann das überhaupt gar nicht. Er kann nicht spielen. Nein, nein, nein. Oh Gott, hört sich das schlimm an.